Da sind Leute, da sind wir zum nächsten Spieltag gegen den VfL Bochum, einem ja engen Favoriten, der genau selbe Punktzahl hat wie wir. Also wenn wir heute gewinnen, können wir uns 3 Punkte Vorsprung und ja weiter um den Aufstieg träumen, weil wir eine super Runde spielen. Ah ne, wir hatten 43 Punkte, sorry. Aber mit Sieg hätten wir 48 Punkte. Dann ist vielleicht auch noch der zweite Platz drin. Gucken wir mal, was wir machen hier. Freiburg, die Aufstellung kennen wir, die lieben wir zurzeit. Bester Verein mit dem wenigsten Gegentoren, das sind wir und Bochum. Also müssen wir aufpassen, aber auf jeden Fall wissen wir auch warum. Manuel Riemann ist die Nummer 1 bei Bochum, also es wird schwer. Günther kloppt den Ball mal rein. Oron? Nein, Charlotte klärt. Ex-Freiburger, auch ein Ex-Freiburger. So, Kaiser. Den Ball auf die Handspiel. Handspiel, Elfmeter! Handspiel und Elfmeter. Pedersen. Nils. Motherfucking Pedersen. 1-0 Freiburg. Geil, Mann. Yes! Lässt Pedersen, lässt Riemann alt aussehen. Der wollte erst links oder rechts von unserer Seite. Ne, links auf unserer Seite, war doch richtig. Pedersen macht ihn dann einfach rechts. Stark. 4. Minute. Jetzt können wir auf unser so geliebtes Konterspiel gehen. Oh, Günther. Aber Deli wird gefoult. Doch nicht. Lucia. Die liegt da ja schön noch. Kaiser jetzt gegen Pertl. Oh, ich habe gedacht, wenn der den nimmt, der wird es gefährlich. Fabian. Deli jetzt gegen Schelotzi. Bulut. Deli stark dazwischen. Wieder Deli. Ja, warum pfeift er denn? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Stellen Sie mal mit Klanter schon richtig hin. Und der hat die Murmel. Ich drücke nach oben, aber ist ja auch egal. Günther schickt jetzt Philipp. Der. Ach, legt ihn doch nach hinten. Oh, Entschuldigung. Ich bin gegen meine Box. Ein Bassverstärker. Terodde jetzt. Oh, da wird schwer. Terodde. Klant! Super Aktion von Patrick Klant. Der Beste aus der Liga. Im Tor. Ist doch schön. Die Nummer 1. Ist das nicht ein Duell? Ein Rivalenduell oder so? Derby oder sowas? Nee, auch nicht. Doch, klar, nee, noch nicht. Schwaben. Das ist Schwabenland. Jo, Grifo. Macht das gut. Und er kriegt immer die nächste gelbe Karte. Oder die erste gelbe Karte. Fabian müsste das sein. Ja, Patrick Fabian. So, jetzt sind Günther Kloppen drin. Er kommt. Pedersen! Direkt Abnahme. Stark. Und wieder gute Freistoß. Freistöße von unserer Mannschaft. Boah, Pedersen wird gefoult. Chiri, frohes Bein. Terracino. Jetzt gegen Ueda. Terracino. Ja, wurde gut gemacht von Ueda. Gut vom Spanier. Hat einen schönen Unterdruck gesetzt. Und ist dann, jo, durch blödes Flanken. Durch Unterdruck setzen hat er blödes Flanken gemacht. Ja, schon gar nicht. Oh, Grifo. Oh, das wusste er, wo ich hin will. Eisfeld jetzt. Hat er gut aufgepasst. Und jetzt Terracino. Pertl. Deli passt auf. Also geht wieder drauf als erster. Kennt man ihn?
Nur jetzt der Philipp. Ah, oh, kommt da fast ran. Eisfeld. Schilotzi. Der Rechtsverteidiger macht da weit vorne. Ueda klärt erstmal. Oh, Lucia stark. Glant, nächste Parade. Blut. Gegen Dili. Ja, den hat Glant. Kaiser. Dili, Philipp. Petersen. Grifo. Da hat er den Ball jetzt nicht gespielt. Und hat Grifo sich etwas dann nochmal nach links gezogen. Also ist eigentlich ein Foul. Kaiser jetzt. Essendete. Kaiser. Super. Immer schön drauf da. Ueda erklärt. Jetzt können wir kontern. Über Petersen. Der spielt nochmal ruhig zurück. Christian Günther. Dili. Dili. Am ersten vorbei. Nein. Mit dem rechten Fuß hätte es den Ball spielen müssen. Aber Dili passt auf. Oh mein Gott, zu spät die Abseitsfalle. Terrazino jetzt gegen Mucha. Stark. Bickel. Was ist denn das für Ball, Kaiser? Oh, stark von Philipp. Und der sieht dann Mats Müller-Dili. Der geht am ersten vorbei. Ah, da wollte er wieder zurück. Kam da aber nicht vorbei. Eisfeld. Bicke, komm. Nee, Kaiser ist das. Nee, ich wollte eigentlich zu Grifo. Grifo stark. Freiburg schießt ein Tor. Lucia. Schilotzi. Bulut. Dili. Ja, komm. Oh, Ueda und Dili. Philipp. Kaiser. Petersen. Grifo. Und Bickel. Christian Bickel. Bickel am ersten. Und Petersen. Was ist das für. Ey. Nicht sein Ernst. Komm. Toron. Toron. Lucia. Terodde. Und Ueda. Stark gesehen. Ich drücke auf Passen. Ja, da macht er noch eine Drehung. Da noch eine. Und wieder geklärt von uns. Bickel. Pertl. Klärt das stark. Oh, wenn Mut schon mal ein bisschen Freiraum hat. Warum denn nicht? Okay. Da wird sich gleich wohl jemand gelb abholen. Und das ist Marco Terrazino. Ja, da musst du nicht rummeckern. Eigene Dummheit. So, jetzt Christian Bicke. Jo. Ich wollte das schon sagen. Grifo möchte den Ball, habe ich gehört. Nicht Petersen. Warum der irgendwie immer Freistöße schießen will. Och, jetzt könnte man aufhören nach vorne. Ja, oder jetzt auch noch gelb. Geht doch nicht. Grifo, wie schön zu Grifo. Ja, was ist denn das, Alter? Freistoß von 77 und so ein Scheiß. Das kriegt man aber richtig auf. Boah. Gutes Spiel von unseren Jungs, auch wenn wir jetzt nur ein Elfer haben. Haben wir mehrere Möglichkeiten. Jo, Pertl, der war am Aus. Und schon mit einem schönen Ball auf. Ron. Günther, Dili. Jo, wir bleiben mal ein bisschen cool. Petersen, Kaiser. Da drehe ich doch gleich um. Ueda, Kaiser, Grifo. Schickt jetzt mal Bickel. Erste vorbei. Und sieht da erstmal Toron. Günther. Und der hat. Ja, Petersen.
Wenn du denn deinen Körper einsetzen willst, dann setz ihn doch ein. Grifo stark und Pickel. Komm, 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 komm. Nochmal dazwischen. Können sie wenigstens nicht schnell kontern. Eisfeld mit einem Flankenwechsel. Deni ging gut. Jetzt der Günther. Gut gemacht, da gut geblockt den Kollegen da. Unter Druck gesetzt. Bickel. Und Grifo. Ach, spiel doch den Ball nicht auf Lucia, sondern auf Bickel. Stark, Ueda. Ich krieg die Pilze. So perfekt habe ich es auch noch nicht draußen mit den Pässen. Kaiser. Terodde. Philipp. Gegen Lucia. Lucia macht sie alle nass. Gut. Gegen Günther. Stark. Von nicht Bulut, sondern von Günther. Kann ihn nochmal. Macht dann nochmal stark. Philipp sieht jetzt auch Kaiser. Der sieht Dili. Er ist Stück auf passen, aber wir ballern. Lucia. Jetzt der Bickel, komm. Hast noch lange kein Tor mehr geschossen? Komm, Bickel. Oh, fast noch von Lucia. Aber Kaiser stark. Der sieht Pedersen. Der spielt gleich auf. Grifo. Vicenzo Grifo. Grifo. Riemann. Grifo. Nein. Raus. Jetzt nicht wegen so, aber ich. Ich glaube, der ist ein bisschen fertig. So, jetzt kommt nochmal Franz und Sani. Ja, da feiern sie nochmal. Oder vielleicht feiern sie auch Sani. Den Plan. So, jeder kriegt doch nochmal einen Kopfball. Gewinnt da. Stark. So, Günther jetzt. Oh, Dili, ich habe gedacht, du startest. Mann, ganz schön riskant. Oh, Nubi. Ui, Kacks. Kack. Oh. Handspiel. Oder abseits von Terrazino. Boah, das war knapp. Bisschen unterschätzt, dass er so weit weg steht. Bickel, Kaiser, Czerny, Boron, Günther. Was ist denn das für Bälle? Also, das sind die. Die sind so bekloppt manchmal, wie die aussehen. Oh no. Uruki, was? Da muss Günther dranbleiben. Czerny kommt auch nochmal zu Hilfe. Drumherum. Schelotzi. Mucha. Kaiser. Dili. Jetzt nochmal raus. Auf Franz. Der sieht Bickel. Bickel! Ah, schade. Ja, warum kriege ich meinen Spieler nicht? Ja, komm, natürlich nicht. Oh ja, komm. 75. Minute, die werden jetzt offensiver. Oh ja, komm. Stark. Ja, jetzt legt er sich den Ball noch, wenn ich auf Pass spiele und Pass, Mann. Nös. Ja, ich drücke nach links, er köpft hier natürlich wieder zur Ecke. Warum? Plant den hast du, komm. Alter, das Spiel. Sein Ernst? Pass doch mal auf. Lucia. Und Gündüz kloppt den Ball rüber. Franz auf Bickel. Der will jetzt hier mal weggehen. Oder wegziehen. Das ist kein Foul, ne? Also, halbes Jahr darfst du da schon dran ziehen. Okay.
Oh, Kaiser, jetzt kommt. Anspiel. Ich wollte das schon sagen. Also klarer geht's ja nicht. Oh. Da ist er nochmal gefährlich geworden, weil der so schön nass ist, der Boden. Und dann titscht er da schön auf. Ja, komm, geh doch rauf da, Günther. Was machst du da? Kaiser kann jetzt auch nochmal raus. Nee, Kempf kann nochmal rein. Applaus für Ueda. Hat er gut gespielt wieder. Gut. Und wir gewinnen wohl wieder 1-0. Das durch den Elfer schon wieder mal. Oh, stark gespielt jetzt Mucha. Hinterher gegen Gündüz. Bicke stark. Jetzt nochmal Franz. Mucha! Abgefälscht von Patrick Fabian. Macht Mucha stark, aber Patrick Fabian ist da mit der Schulter, sonst wäre er reingegangen. Kaiser mit der Ecke. Mucha auf Christian Günther. Ja, komm. Dass da keiner steht, das verstehe ich jetzt auch nicht. Genau, jetzt kommt wieder Terodde, der mega schnelle Mann. Der kann auch super flanken. Ja. Toll, 1-0. Ja, so freue ich mich jetzt auch nicht, aber ist schön, dass wir wieder gewinnen. Das 1-0 war aber nicht dolle. Hätte mehr kommen müssen. 8,1 Patrick Klan, 7,1 Bickel. Könnte auch wieder gut schön. April schon. Der nächste Spieltag gegen TSV 1860 München. Bochum hat sich jetzt wieder Punkte geholt. 1860 München ist letzter, also schützenfest, Fragezeichen. Ja, können wir nicht über mein Gehalt reden? Können wir nicht alle über mein Gehalt reden? Okay. Schweifen wir mal ab. Und sehen uns jetzt gleich wieder gegen TSV 1860 München. Haut rein, bis dann und ciao.